Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play OpenTTD. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Es ist viel passiert seit der letzten Folge und auch wenig passiert. Ich habe einfach mal versucht, offscreen hier mein Netzwerk irgendwie zu retten. Denn ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, also ich wäre fast pleite gegangen und ich habe es jetzt meiner Meinung nach tatsächlich geschafft. Ich bin also wieder gut in den positiven Zahlen hier drin und ihr seht, es sind einige Jahre tatsächlich vergangen. Der Großteil davon einfach im Zeitraffer. Und ich würde ganz gerne in dieser Folge einfach mal rekapitulieren, was ich gemacht habe, wie ich es geschafft habe, mein Netzwerk wieder profitabel zu machen. Und was ich einmal gemacht habe, ist, ich habe das Fett weggeschnitten. Ja, man muss einfach mal schneiden. Um den Rest des Körpers zu retten, muss man schon mal das Beinchen abhacken. Und das ist vor allem hier diese Linie hier, die hat nie wirklich Profit abgeworfen. Auch wenn ich mich bemüht habe, hier irgendwie noch durch die Nahverkehrsnetze irgendwas noch rauszureißen. Das ist zum anderen diese Linie, die ich rausschneiden musste. Allein deswegen, weil die Züge darauf so alt waren und ich es mir zu dem Zeitpunkt nicht leisten konnte, die Züge zu ersetzen. Das heißt also, hier habe ich auch weggeschnitten. Die Linie hier von Rheinbach hier oben in den Norden rein, die war nie wirklich profitabel. Die habe ich also auch direkt radikal weggeschnitten. Das heißt also, ich habe das Safe Game geladen von irgendwann um 1870 rum. Das ist also alles, was weggeschnitten wurde. Dann habe ich hier auf dieser Linie, wie ihr seht, also der Bahnhof hier ist total leer, den ich hier gebaut habe. Und das liegt einfach daran, dass ich hier diese Linie, die von hier oben, von Wildberg nach Eschborn führt, die habe ich einfach radikal zurückgeschnitten. Ich weiß nicht genau, wie viele Züge auf dieser Linie gefahren sind, aber ich glaube, ich habe das ungefähr halbiert. Also jetzt fahren da noch 10 Züge auf der Linie und ihr seht, es reicht trotzdem von der Auslastung. Ich weiß gar nicht, warum ich da so viele Züge auf die Schiene geschickt habe, aber es war halt unglaublich unsinnig. Und ihr seht, jetzt ist hier teilweise ein bisschen gelb von der Auslastung her, was überhaupt nicht schlimm ist. Solange es eben nicht rot ist wirklich, ist es eigentlich noch total okay. Und deswegen habe ich hier richtig, richtig viele Züge runtergenommen von der Schiene. Ich habe hier Züge runtergenommen von der Schiene, denn ich muss hier noch warten, bis sich das ein bisschen weiter fortentwickelt. Und ich habe hier, und das ist etwas, was ich lange Zeit vernachlässigt habe, diese Linie hier, die war super profitabel. Die hat richtig viel Geld gemacht. Die haben teilweise pro Zug und 5 Jahre irgendwie so um die 600.000 gemacht. Und das war so ziemlich die profitabelste Linie, die ich in meinem ganzen Netzwerk überhaupt hatte. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich habe die erstmal natürlich ausgebaut, weil wenn man da Gewinn macht, dann sollte man das natürlich auch abschöpfen und habe entsprechend dann eben hier die Bahnhöfe ausgebaut, die von 2 Linien gleichzeitig befahren werden. Das heißt also, die Linie, die von hier kommt, diese hier, die habe ich halt ausgebaut, da habe ich mehr Züge raufgeschickt und ich habe eben hier die Bahnhöfe, die von dieser Linie hier und von dieser Linie hier befahren werden, habe ich dann eben dreispurig gemacht. Das heißt, je nachdem, von welcher Richtung gerade ein Zug mehr kommt, kann man hier nochmal zusätzlich reinfahren in den Bahnhof und habe dann eben den Endbahnhof hier zweispurig gemacht. So, das ist aber noch lange nicht alles. Es gibt noch einen neuen Zug, den wir zur Verfügung haben, oder eine neue Lokomotive. Und das ist der Ten-Wheeler. Und den Ten-Wheeler habe ich schon in meine Templates eingebaut, habe das aber so gehalten, dass nur alte Züge ersetzt werden und bisher sind noch ganz viele Züge nicht alt. Das heißt, die meisten alten Züge habe ich sowieso schon verkauft oder weggeschmissen, damit ich sie eben nicht ersetzen muss, um temporär nochmal ein bisschen Geld rauszuholen, und das hat sich jetzt gelohnt. Jetzt, wo mein Netzwerk wieder profitabel ist, werde ich es mir auch leisten können, die ganzen alten Züge, die hier dann mit der Zeit anfallen, auch tatsächlich zu ersetzen. Und ich habe die Templates schon mal umgestellt, habe den ich weiß nicht, was das andere vom Namen her war. 400 American. Habe ich rausgenommen vom Template her. Hab stattdessen, achso, hier, dieser hier
Achso, der wurde auch noch gar nicht ersetzt, weil der keine Züge hat. Aber hier, diese ganzen Templates hier sind jetzt umgestellt auf Template 3. Das ist die Kurzversion. Hier ist leider nicht mehr ganz so lang. Kann, ich glaube, 50 Passagiere weniger transportieren als die alte Version von Template 3. Ja, genau, 600 und 550. Weil die Lokomotive ein bisschen länger ist. Und hier Template 4, 850 Passagiere, 120 Säcke Post. Zu Template 1, was früher die lange Version war, 800 Passagiere, 160 Säcke Post. Das heißt also, hier haben wir uns jeweils um einen Waggon verkürzt. Sollte aber nicht besonders schlimm sein. Template 0 benutzt inzwischen wirklich keiner mehr. Das kann ich eigentlich auch löschen. Und mit der Zeit wird das Ganze jetzt umgestellt. Es ist natürlich so, dass das Template hier jetzt wesentlich teurer ist, mit, ich glaube, ungefähr 1 Million pro Zug. Aber ja, was soll's. Also es muss halt gemacht werden, denn wenn die alten Züge, also die American, wenn die ausläuft, die Lok, dann werde ich dafür keine Replacement mehr kriegen und dann wird es sehr, sehr haarig, also was die Zuverlässigkeit der Lok angeht. Und ich warte eigentlich momentan darauf, wie ich eben schon erwähnt habe, dass auf dieser Linie hier die ersten Loks gegen die Ten-Wheeler ersetzt werden. Denn ich glaube, auch wenn Tractive Effort der Ten-Wheeler nicht so unglaublich viel höher ist, dass die Ten-Wheeler hier sich am Berg wesentlich besser machen wird. Denn das ist hier am Berg gerade sowas, wo es genauso an der Grenze ist, ne? Also die Geschwindigkeit nimmt leicht ab, aber sinkt auch wiederum nicht so auf 2-3 Stundenkilometer ab. Das heißt also, ich glaube, mit 4, 5, 6 Kilonewton mehr, die die Ten-Wheeler ja durchaus auf die Schiene bringt, wird es hier am Berg noch wesentlich einfacher. Und dadurch wird dann auch diese Linie hier tatsächlich wieder profitabel. Die ist im Moment zwar ja profitabel, aber nicht so profitabel, wie sie eigentlich sein könnte, weil sie eben hier am Berg sehr, sehr stark nachlässt und da eben sehr, sehr viel Profit auf der Strecke lässt. Was ich ansonsten noch gemacht habe, um mein Netzwerk zu retten, ist, ich habe hier in diese Richtung, wie man das auch in der letzten Folge schon gesehen hat, habe ich hier mein kleines, geiles Frachtnetzwerk aufgebaut. Das macht im Moment noch nicht besonders viel, ist aber sicherlich noch ausbaufähig und werde ich auch über die nächsten Folgen sicherlich noch ausbauen. Ich glaube, die machen ganz gut Profit, die ganzen Loks, die hier unterwegs sind. Könnte ich eigentlich mal gucken, einfach mal eine so aus Zufall auswählen. Macht immerhin 65.000 letztes Jahr. Das ist, wenn man das so betrachtet, verglichen mit dem Passagiernetzwerk nicht so sonderlich viel. Aber andererseits muss man auch beachten, hier sind eine ganze Menge Loks unterwegs. Und das hat noch reichlich Potenzial nach oben. In dem Moment, wo ich tatsächlich diese ganzen Minen hier mit den Engineering Supplies beliefere, die ich hier, hier produziere. Und das Ganze ist auch noch ein bisschen höher natürlich hier bei diesen Loks, die tatsächlich die weiterverarbeiteten Güter, also hier das Metall, liefern. Da sind schon 230 pro Jahr, 240 pro Jahr. Und Scrap Metal bringt mir auch noch ein bisschen mehr als das reine Iron Ore. Scrap Metal bringt mir nämlich 55 im Jahr, also das ist schon gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, dieses Netzwerk werde ich hier sicherlich als nächstes ausbauen, weil das so meine große Hoffnung ist, dass ich hier noch ordentlich Profit rausschlagen kann. Hier benutze ich momentan noch die sehr, sehr langsamen Loks, was vor allem darin begründet liegt, dass die Waggons sowieso noch nicht wirklich schneller sind als die Loks. Also das heißt, ich kann hier genauso gut in Doppeltraktion die langsamen Loks benutzen und dann war's das. Was ich jetzt noch machen könnte, ist, ich kann mal gucken, wie sieht's denn, was produzieren die denn überhaupt? Building Materials, ja, das brauche ich im Moment noch überhaupt nicht. Also was ich demnächst noch machen kann, ist, ich kann mal gucken, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Was wird hier alles produziert? Also wie viel wird hier produziert an Engineering Supplies? Und dann kann ich tatsächlich mal gucken, dass ich hier vielleicht entweder noch einen Waggon dranhänge und die dann mit dem einen zusätzlichen Waggon noch die Engineering Supplies wieder zurück nach Homberg liefern lasse. Oder ich sage halt, ich setze hier zusätzliche Züge ein. Die fahren dann über Elsterberg, also holen sich hier Engineering Supplies ab und liefern die irgendwo hier unten an die Minen. Ich weiß noch nicht ganz genau wo.
Und ich denke mal, damit lässt sich dann noch einiges mehr Geld verdienen. Erstmal, weil die Engineering Supplies wesentlich wertvoller sind. Das kann ich mir sicherlich hier irgendwo mal anzeigen lassen. Unter Cargo Payment Rates erstmal Disable All. Und dann gucke ich mir mal an, wie sieht es denn bei Iron Ore aus, bei Scrap Metal. Ist wertvoller, wie ich das eben schon überlegt habe. Wie sieht es aus mit Metal? Das ist gar nicht mal so wertvoll. Ich weiß gar nicht, warum ich da so viel Kohle für kriege auf den Zügen, die das produzieren oder die das transportieren. Aber was ich auf jeden Fall noch gucken wollte, sind Engineering Supplies. Oh, die sollte man relativ schnell abliefern. Ja, da sehe ich momentan noch relativ alt aus. Aber Passagiere und Post sollte man noch schneller abliefern. Also so schlimm kann es dann am Ende auch nicht sein. Wenn das Ganze 80 Tage unterwegs ist, dann sehe ich genauso aus wie bei Scrap Metal. Und danach fällt es dann ab, so ab 110 Tage unterwegs. Ja, ich glaube, das ist relativ profitabel und das sollte ich als nächstes eigentlich direkt mal angehen. Und ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt, wenn man ein Gleis hat oder eine Station hat, wo was abgeholt wird und wo was angeliefert wird, und wo das, was abgeholt wird, von dem abhängt, was angeliefert wird, dann sollte man das immer trennen. Denn ansonsten könnte man große Probleme bekommen, wenn die Züge sich dann tot warten, weil jemand auf etwas wartet, was nicht produziert wird, weil etwas nicht angeliefert wird. Ich werde hier gleich mal... So, einmal kurz die Transparenz anschalten und dann werde ich hier gerade mal das hier als Brücke ausbauen. Hier einmal kurz ein Signal noch davor setzen. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann werde ich hier das Ganze wieder... Achso, ich habe das Autotool gar nicht aktiviert. Dann werde ich hier das Ganze wieder verbinden. Und werde dieses hier zu einem Fahrtsignal machen und werde das zweite Signal hier rausnehmen. Und werde hier wieder ein Signal hinsetzen. Und wenn ich jetzt hier einen Wegpunkt mache, wo waren denn nochmal Wegpunkt? Hier waren Wegpunkte, genau. Hier einen Wegpunkt mache und hier einen Wegpunkt mache, dann kann ich jetzt... den hier umbenennen in Delivery und diesen hier umbenennen in Pickup. Und jetzt kann ich dafür sorgen, dass die Züge, die momentan hier auf dieser Strecke einfahren, dass die kann ich nicht Go Via machen? Ja, tatsächlich, Go Via. Dann mache ich hier Go to Delivery. Und hier stelle ich das ein auf Go Via Elsterberg Delivery. So, und der Punkt ist jetzt, die hier was abliefern sollen, die fahren immer über diesen Wegpunkt hier. Und die hier was abholen sollen, die fahren immer über diesen Wegpunkt hier. Habe ich das natürlich, ja gut, wenn jetzt hier jemand aufs Abholen wartet und hier ein zweiter Zug das Ganze blockiert, dann sehe ich natürlich auch wieder alt aus. Aber ich werde das erstmal so einrichten, dass ich tatsächlich relativ wenig hier tatsächlich Züge einsetze, die hier die Engineering Supplies abholen. Und dann wird das erstmal passen und später werde ich das Ganze dann nochmal umbauen. So, und hier hätte ich dann ganz gerne eine Umgehung auf dieser Station. Also, wie immer ist hier auch das Mantra, wir machen das später nochmal besser neu. Aber es geht jetzt erstmal darum, überhaupt Geld zu verdienen, um das Netzwerk also endgültig jetzt in die schwarzen Zahlen zu bringen. Eigentlich ist das Netzwerk schon in den schwarzen Zahlen, aber man kann nie genug schwarze Zahlen schreiben. Achso, hier kann ich das leider nicht machen. Ja, das ist natürlich dumm. Ich müsste eigentlich die Station hier noch ein bisschen weiter nach hinten versetzen. Weil ich hier momentan noch keinen Wegpunkt setzen kann, leider.
Denn den Wegpunkt kann man auch wieder nur so auf Himmelsrichtungs ausgerichteten Gleisen setzen. So, jetzt sollte das funktionieren und jetzt sollte ich auch hier einen Wegpunkt machen können. Und jetzt kann ich dadurch, dass ich denen hier wieder hier die Order gebe, hier über den Wegpunkt zu gehen. Kann ich das forcieren, dass die hier nicht versuchen, irgendwie an dem vorbeizufahren und dann hier eine Schlaufe zu machen bei dem Depot da unten. Das heißt also, so sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Und ich würde sagen, die Engineering Supplies, die liefere ich einfach mal hier unten hin. Zu dem Depot. Zu dem Scrapyard. Ihr seht also, hier habe ich so sehr gespart, hier ging mir so der Arsch auf Grundeis, dass ich hier sogar einen Signalabstand von 10 gewählt habe. So, wenn die Engineering Supplies nicht so schnell angeliefert werden, wie sie könnten, dann ist das kein so sehr großes Problem. Das liegt einfach daran, dass die... So, hier kann ich das einfach mal... Na, jetzt hat mich das Autotool wieder verarscht. Das liegt einfach daran, dass diese Scrapyard hier, die produziert so oder so. Ob ich jetzt Engineering Supplies hinliefere oder nicht. Sie produziert nur schneller, wenn ich Engineering Supplies liefere. Das heißt also, das ist hier voll okay, wenn hier tatsächlich das Auslieferungsgleis blockiert wird. Hole ich mir also als nächstes direkt einen Zug her und nehme hier wieder, ich denke mal, die SBB EC25 in Doppeltraktion. Die ist immer noch günstiger als der Ten-Wheeler und ich glaube, es dauert auch noch ein Weilchen, bis die Bahn tatsächlich ausläuft. Ich denke mal, ich werde hier einen Flatwagon brauchen. Werde den direkt voll auf 2,7 Länge ausbauen, Engineering Supplies rein. Über Pickup in den Bahnhof hier und dann geht's ab nach hier. Go via Pickup ist richtig und im Bahnhof wird vollgeladen alles. Und dann setze ich den Zug erstmal auf die Schiene und wenn der gleich erstmal vollgeladen ist, dann werde ich den klonen. Und der Grund dafür ist natürlich ja, wenn ich ihn jetzt schon klone, dann belegen die hier das Einfahrtgleis für Delivery und das Einfahrtgleis für Delivery belegen bedeutet natürlich auch, dass hier nichts mehr angeliefert wird und dann produziert hier der Machine Shop nichts mehr. Das wäre also dumm. Und ich sehe gerade also scheinbar, was ist denn hier überhaupt? Ist der... Oh ja, hier habe ich das... Ja, hier sind falsche Signale. Kein Wunder, dass hier nichts mehr passiert. Kein Wunder, dass hier nichts mehr passiert. So, das Ding hier ist, glaube ich, relativ nutzlos. Das ist noch nicht mal eine Tram, ne? 20 Passagiere und 20 Kilometer pro Stunde ist total nutzlos. Kann ich also vergessen. Und jetzt wird hier auch wieder Metall abgeholt, alles klar. Und wenn hier wieder Metall abgeholt wird, dann heißt es, hier wird wieder Metall geliefert demnächst. Und ich kriege endlich meine Engineering Supplies. Und ich würde sagen, die erste Lieferung Engineering Supplies, die betrachten wir dann in der nächsten Folge und gucken mal, wie viel Profit wir da eventuell noch rausschlagen können. Vielleicht sehen wir uns ja auch beim nächsten Mal wieder und bis dann.